Rätselgeschichten. Floridsdorf, Franz Jonas Platz, Endstation. Geschichten aus dem Grätzl. Also Einträge mit dem Geschissenen und ja. Also ein kleines Bier noch. So, ja, hier neben mir Jesus Christus. Wir sind hier auf ein Bier am Würstelstand in der Kärntner Straße. Und der Jesus Christus hier wird jetzt den Leuten die Füße waschen. Gell? Wir haben gesagt, das ist einmal eine feierliche Aktion zum Aschermittwoch. Gell? Ostern wird ja auch bald da draußen sein, ihr Christen. Das heißt also, wascht eure Sünden auch zu Hause, macht euch rein für die Fastenzeit, scheißt mal richtig durchschiss, ja, dass alles rauskommt, entschlacken, ja, macht mal eine Entschlackung, so eine Yoga, wie heißt das, Testimonial, na, wie heißt denn das ganze Zeug? Jesus. Was? Ja, der Jesus redet nicht viel, aber er wäscht jetzt gleich die Füße. Okay. Und Jesus, sag noch was. Mahlzeit. Also der Käsegreiner hat dem Jesus gut geschmeckt. Ich habe ihn eingeladen auf einen Käsegreiner und auf einen Wieselburger. Die Sendung wird nicht von Wieselburger gesponsert, aber trotzdem sagen wir das hier ganz offen. Okay. So. Mahlzeit und führt euch Gott. Meine Damen und Herren, Jesus Christus befreit Sie mit einer Fußwaschung, einer heiligen Fußwaschung. Jesus Christus hier am Start. Kommen Sie näher, alles gratis hier, alles heilig. Direkt aus dem Vatikan hier. Der Vatikan. Okay. Jesus, geht, da kommst du doch her, oder? Vielleicht lässt er gleich die Nummer von der Veronika geben, dann kannst du es täglich machen. Ja.
ist Markus, du löst ihn. Nico, du lernst das aus. Gib noch den See gehen. So. Remember when you washed last time? Every year. And now your feet are holy washed. This is holy. Really? Yeah, this is holy water. Holy soap. And this is holy Jesus. Now your feet are holy. You are sure? Just come back. Thank you, sir. Grätzelgeschichten. Schleutzdorf, Franz-Jonas-Platz, Endstation. Geschichten aus dem Grätzl.